komme. Also du bist immer noch im Ding. Ich hab's schon genommen. Also. Perfekt. Dann können wir hier ein kleines Zeltchen aufbauen. Hier, mitten im Einkaufsladen. Junge. Ja, das machen wir, Junge. Bub Danny. Ich komme jetzt rein. Entrance, please. Hier gibt's ein bisschen zu trinken. Und jetzt hat sich im hinteren Bereich des Ladens ist der Spawn auch angegangen. Da war ich jetzt noch nicht. Oh, shit. Ja, ich seh's gerade. Hier liegt ordentlich was rum. Ich will gerade reinlaufen. Okay, noch mal gucken, einer so ums Eck. Ich bin gerade im hinteren Bereich. Da sind jetzt nochmal zwei Zombies. Vorsicht, die kommen jetzt in den vorderen Bereich. Achtung, ich laufe jetzt hinten aber auch rum, ne? Ich bin hinten im Ding. Ja, keine Angst. Not that you have to shoot me up, you know. Cause I don't wanna die. Hier sind Binoculars. Diese haarigen Kackzombies, immer durch die Türen. Obwohl, der ist jetzt nicht durchgekommen. Ach ja, jetzt muss er gerade zu mir kommen. Ja, guten Tag, hallo. Oh, Achtung, Achtung, ich bin da auf. Cool, cool. I got alles in the griff, dude. Deine Wumme sieht schon geil aus. Beißen. Sie wird dich beißen. I'm a geared. Komm, gehen wir. Wow. Gehen wir hier raus. Oh, geil. Jetzt verblute ich gerade. Die wollen mich verarschen. Ja, ich muss nochmal kurz rein. Ich muss mich kurz bandagieren. Ich blute sogar richtig heavy. Okay. Oh nein, es kommt noch ein Zombie rein. Ah, der rennt wieder raus. Okay. Ja, ich habe ihn gerade wieder zurückgelockt. Ich direkt sehr gelaufen, mir gerade hinterher. Ich komme jetzt. Einer ist hier drin. Ich bin gleich bei dir. Ja, dann lass uns am besten direkt den Flughafen anpeilen. Dann können wir vielleicht dort noch in der Nähe des Zeltes irgendwo hinstellen. Ich renne jetzt gerade wie wild raus. Ich bin aus dem Haupteingang raus. Ich sehe dich. Lauf mal genau geradeaus hier weiter auf der Straße. Ja, da laufen wir eh schon mal in Richtung des Flughafens. Das gefällt mir schon wieder richtig gut hier mit diesem, nicht so direkt top ausgerüstet sein, sondern alles aufsammeln zu müssen. Das gefällt mir. Ja. Ich meine, alles haben wir noch nicht. Also zumindest ja. Ich. Bei mir fehlt ja da noch einiges mehr wie bei dir. Ich brauche noch mal einen Rucksack, meinen fetten Rucksack. Ich habe immer noch diesen Standard-Penis-Rucksack. Ghillie-Suits fehlen uns noch. GPS habe ich nicht. Eine Mappe habe ich, glaube ich, aber GPS. Is missing. GPS. Gut, ich meine, da muss ich natürlich sagen, da haben wir dann doch schon einiges dann doch wiederum voraus. Ja, eigentlich bin ich ja schon top ausgerüstet. Gut, stimmt, das stimmt. Aber trotzdem, es hat Spaß gemacht, wieder den Kram zu sammeln. Mit der Snipe war ich halt nicht gut für Zombies ausgerüstet. Ja, klar. Mit der schieße ich ja einmal und dann kommen aus den rundum aus den 30 Trilliarden Dörfern 1.040.000 Zombies und beißen mir in den Arsch, wenn ich einmal schieße. Und das ist schlecht. Das ist natürlich Biter. Tja, la, 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 tja, la, 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 la. Ah, ich sehe gerade, du versuchst die abzuhängen, das hätte ich auch mal machen sollen. Ja, also einer verfolgt uns noch, wenn ich das richtig sehe. Ja. I'm gonna kill this bitch, dude. I'm gonna kill this bitch. Warte, soll ich ihn anrennen? Ja, aber erst. Ja, genau, lass uns wieder machen, unser altes. Oh nein, ich hab. Nee, halt, ich bin in den Arsch gezwickt, ich zappel rum. Da musst du ihn anrennen. Ich renne an. Achtung, bist du bereit? Warte, ich locken erstmal von dir weg. Okay. Achso, ich glaube, ich hab sie jetzt. Warte, es sind eh wieder drei. Komm, ja, scheiß drauf. Lass uns weiter rennen. Das sind eh wieder drei. Ich dachte, es wäre nur noch ein, aber das waren doch drei anscheinend. Sollen wir krabbeln hier direkt am Zaun und gucken, was passiert? Können wir krabbeln? Ich will dich nicht schubsen. Kopf gebrochen, tot. Anusbruch. No. No. My anus is broken. Wie konnte das nur geschehen? La 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 la. Schalala. Oh. Ah, die Zombies. Der eine ist hartnäckig da. Mit seiner Mütze. Ja, das ist ein kleiner Penis-Schornsteinfeger. Das ist ein richtiger Schornsteinfeger. Kann ich den Schornstein in meinem Penis reinigen, bitte? Natürlich. Schön schwarz. Oh man, ist gerade was eingefallen, was auch noch richtig geil wäre für eine LP, aber wir können es. Wir haben es ja jetzt leider nur auf der Xbox. Nämlich Überlebenskampf, Call of Duty.
Im Hitlergebäude. Oh, das wäre richtig, geil. Sie wissen. Ja, ich hole demnächst den, also ich denke spätestens an Weihnachten habe ich diesen HDMI zu HDMI Konsolen aufnehmen Ding, da können wir auch schön HD aufnehmen. Und da können wir auch ab und zu mal eine Xbox Session machen oder eine PS3 Session. Oder auch die anderen alten Konsolen. Und ja, das können wir mal machen. Wo nimmt das dann auf die Xbox Festplatte? Das ist so, das ist, man steckt die Xbox da hinein und also HDMI einfach da rein und ein HDMI geht auch wieder aus dem Gerät raus, das kannst du dann irgendwie direkt in den PC reinstecken und dann nimmt das halt direkt auf dem PC auf. Irgendwie hin. Früher gab es noch diesen Grabber, oder es gab lange Zeit noch diesen Grabber mit dieser Penisqualität, der aber auch recht günstig war und dieses Teil, ich weiß nicht, wie es kostet, ich sage immer HDMI zu HDMI, weil ich habe davon eine YouTube-Vorstellung gesehen, wie geil das Teil ist und er hat gemeint, es ist halt so genial, weil es einfach HDMI rein und HDMI auch wieder raus, es wäre super leicht zum Anschluss, weißt du? Und er hat gemeint, es ist super duper und da kann man halt auch schön in 1080p aufnehmen und ja, das ist supi. Supi pupi. Wobei nicht jedes Spiel auf der Xbox oder auf der PS3 auf 1080p läuft. Die meisten eh nur auf 720p. Ja, eigentlich. Oh, das ist ja Bums. Nehmen die nicht alle jetzt mittlerweile auf 720p umgestellt? Ich meine, es gibt gar kein 1080p mehr als Output. Ja, das kann natürlich auch sein. Ich weiß, also ich habe, als ich die Xbox bekommen habe, habe ich es umgestellt auf 1080p intern halt auf HD. Und also wenn ich jetzt auf Full HD und wenn ich während ich Xbox zock auf meinen, hoppala, wir müssen hier lang, nee, doch. Wenn ich auf meinen Control-Knopf auf dem Fernseher drücke, sehe ich halt, welches Format gerade läuft und das zeigt auch 1080p an. Aber ich weiß nicht, ob die Xbox es halt voll nutzt, bei den meisten Spielen eher nicht. Ja, die Xbox schafft schon 1080p, genauso wie die PS3, aber die es geht ja um die Spiele. Die wurden mit so viel entwickelt, also die maximal, weißt du? Genau. Dann ist egal, was die Konsole, ob die 4000p eingestellt hat. Ja. Hä? Der schlägt mich während dem Rennen. Das ist ja wohl eine Hoheit. Eine Brechheit. Das ist sogar der Priester. Ey, ich wollte gerade sagen, die retten Priester hinterher. Der will dich bekehren. Das gibt's ja nicht. Glaube. Ich will. Hast du Zeit, um etwas über Jehova zu erfahren? Oh mein Gott, lauf! Oh mein Gott. Ich verstecke mich jetzt hier und warte. Nein. Wir müssen die abhängen. Wir müssen sie einfach abhängen. So. Jetzt sind sie bestimmt abgehängt. Nicht. Oh Mann, die sind echt hartnäckig hier, diese Bauern und diese Priester und die Schornsteinfeger. Oh, was ist da vorne? Ich sehe da vorne einen Schornstein. Ja, da vorne beginnt langsam die Stadt, so wie es aussieht. Ich müsste dann, wenn wir da sind, müssen wir wieder uns ein bisschen irgendwo chillig hinsetzen, dass ich auf die Uhr, schauen kann, dass ich auf die Map schauen kann, wo Himalaya. Oh, ein Häschen. Da ist eine Küche da drüben. Und da ist eine Küche. A key. Eine kleine Kuh, dippel dippel dipp 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 Küchen. Wir rennen umher und der Wallen ist ein Bär. Diese unermüdlichen Priesters. Aber ich meine, das ist schon gut geil gemacht. Man kann nie eingeholt werden. Man muss halt im Prinzip nur im Rennen bleiben. Das einzig Gefährliche ist eigentlich nur, wenn man irgendwann auf Player trifft. Vor lauter Rumgerenne. Vor lauter Rennerei. Aber es ist einfach. Das ist dieser Daze-Zauber. Es passiert immer irgendwas Tolles. Entweder was Tolles oder was Schlimmes. Ich finde, die Dunkelheit dürfte nicht so dunkel sein, dass man gar nichts mehr sieht. Weil auch wenn es stockdunkel ist, kannst du eigentlich immer noch alles so gut wie alles sehen. Vielleicht nicht so weit in die Ferne, wie wenn es hell ist. Aber bei Days ist es ja wirklich, du siehst nichts. Also ohne Nachtsichtgerät bist du nachts ja nicht aufgeschmissen. Und es wäre auch eine nette Idee, wenn die Zombies tagsüber in den Häusern wären und nur nachts rauskommen. Aber es ist natürlich nicht stockdunkel, so wie momentan, sondern so wie ich schon gesagt habe, so eine leichte, ne? So wie in Minecraft oder allen anderen Games, aber man sieht einfach noch was. Und nachts laufen die auch draußen rum. Ja, klar. Wobei man auch tagsüber gezwungen ist, ab und zu mal halt reinzugehen und nicht in jedem Haus ist einer drin, das ist halt so ein bisschen die Spannung. Wenn man halt seinen Kram braucht, seine Waffen und so weiter. Aber da müsste halt auch sein, dass wenn du ins Haus reinkommst, da sind jetzt fünf Stück oder sowas, also es müssten viele sein, dann müsste auch so sein, dass die rennen können im Haus, also richtig schnell. Ja, genau, auf jeden Fall. Da. Also da oben rechts ist eine Scheune, aber ich würde gerne auch in diese Fabrik da vorne gehen. Da sehe ich nämlich schon, da kann man
nicht rein. Keine Ahnung, kann man da rein? Nein. Ja, müssen wir mal sehen. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Wir könnten auf den Turm hochklettern und auf die Zombies pinkeln. Oh yeah. I wanna pipe on the zombies, dude. Ah, hier ist so ein Durchgang-Ding. Hier wären auch Point Killers. So, hat das Häuschen hier einen Durchgang? Nicht. Nein, leider nicht. Okay, gut, dann gehen wir direkt in die Halle. Du kannst den Turm komplett hochklettern, ne? Hast du das gesehen? Da ist eine Leiter. Ja. Aber da oben ist wahrscheinlich so wie immer nichts. Nur die Gefahr, dass man runterfällt. Und die Gefahr, dass die Zombies von hinten nachkommen. An manchen Leitern können sie auch klettern, aber irgendwie machen sie das nicht oft. Ist das zufällig die Scheune? Kann es sein, dass die Scheune ist, wo wir waren, als der Heli uns angegriffen hat? Nee, ich glaube, das ist... Cool, das ist klar. Nee, doch nicht. Da waren nicht so viele Heuballen, glaube ich. Ich glaube, das war nicht auf so einem Heuballen. Ah, das ist schwer zu sagen. Es war halt dunkel, als wir das Ganze gemacht haben. Das waren die Nachtfolgen. Das war richtig... Das war so geil, die Folge wirklich. Hat richtig Fun gemacht. Die sind von dem abgehauen mit dem Motorrad, mit dem Auto. Das war wirklich schick, ich der. Das hat mich geschickt, Junge. Ja, da vorne ist was zu trinken. Kann ich endlich mal was trinken. Ein bisschen Holz. Ich würde sagen, wir killen jetzt auch einfach alle Zombies. Die Flasche mache ich mal weg und das mache ich auch mal weg. Oh, ich habe Zuckungen. Ach, stimmt, ich ja auch. Oh, und wie arg. Ist natürlich blöd jetzt mit den Zuckungen, aber gut, ich nehme auch mal eine Flasche, okay? Von da. Ein paar Painkillers, glaube ich. Warte mal. Ich habe schon welche genommen. Habe ich jetzt die Flasche nicht mitgenommen? Ich Alter. Ja, ich habe 3 Painkillers, ich nehme jetzt einfach einen. Dafür sind ja Painkillers da. Ja, bleib mal so stehen, nicht bewegen. Ah, fick. Ah, die wollen mich doch verarschen, ey. Da liegen sie. Okay. Was haben die? Frank and Beans. Das ist schön, dass die mal ein bisschen was zu essen dabei haben. Das ist ganz angenehm. Von diesen Knechten. Auf jeden Fall. Ich würde jetzt ja gerne mal wissen, was ich gerade für eine Scheiße gemacht habe. Egal. Achso, ich habe nur freigeräumt, aber nichts geholt. Ich heb's ja jetzt auf. Ich bin echt ein Grasdackel, das gibt's gar nicht. Ich reg mich ja auf über Sachen, die ich eh noch nicht haben kann und riech vor mich hin. So, wie sieht's denn aus? Ich habe zurzeit 5 Bandagen. Beißen, noch 2 Beißen-Magazine. Also langsam aber sicher gehen die leer. Ich hoffe, ich finde jetzt wirklich noch irgendwo was. Wir kommen ja bald hoch zum Airfield. Ich schaue jetzt gleich. Ich heide kurz die ganzen Zombies. Diese gottlosen Heiden. Ich muss sie heiden. Ich mach sie kaputt. Hallo. Man bekommt es ja immer direkt angezeigt, wenn die was haben, ne? Oben. Ja, der hat diese Frank and Beans dabei. Komm, nehme ich mit. Oh, geil. Ich wechsle erstmal meine Waffe, weil ich so cool bin. So, ich habe jetzt ganz viele Beans dabei. Hast du alles aufgepickt? Ist ja sonst nichts mehr? Ich habe jetzt eigentlich alles, bis auf das Holz, aber das brauchen wir jetzt nicht. Das ist jetzt nicht zwingend notwendig. Habe ich jetzt alles mitgenommen, was ich bräuchte. Also Bandagen und eine Konserve zu futtern. Bin ich safe? Ich höre gerade Viecher bei mir. Kannst du ruhig weitermachen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. 40? 40? 40, 62? Hä? Was los? Ich blick's gerade nicht mehr, wo. Achso, du guckst. Sind wir so weit gelaufen? Auf der Map rum. Genau. Wir sind ja ewig weit gelaufen. 40. 62. 62. Wir sind ein Stück über Vibo. Kommt das hin? Ja, doch. Läuft. Okay, jetzt guck ich kurz, wo das Airfield ist. Wir sind schon ein bisschen dran vorbeigelaufen. Wir müssen jetzt nach... Ist das die Halle, wo wir sind? Hundertprozentig. Wir müssen raus und dann nach links oben. Nach Nordosten ungefähr. Folgen Sie mir.
Ah ja, da hinten. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz. Moment, die Straße geht da hoch. Ja. Hinter dem Wald da vorne, ne? Da, wo die Straße auch hinführt, da vorne. Da ist das Feld. Man, du siehst schon da vorne diese Absperrung, ja, ne? Da ist auch ein Hochsitz rechts. Da hinten dran. Ja. Und da hinten. Sind hinter uns Viecher? Vorne rechts. Und da hinten dran ist. Ah, da. Warst du schon mal da am Airfield? Wir waren mal an einem Airfield.